Halleluja, einen wunderschönen, gesegneten Abend wünsche ich euch, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, auch an all die draußen, die uns gerade live zuschauen, ein herzliches Willkommen, Halleluja, zu unserem Gebetsabend und zu unserem zweiten Fastentag, den wir haben dürfen. Ist so wunderbar, ja, in eine neue Fastenzeit zu gehen, ja, den Beginn der Fastenzeit zu nutzen, um den Herrn zu suchen, um seine Gegenwart, ja, zu suchen und, ja, ihm nahe zu kommen. Und genau so, ja, wollen wir uns ausrichten in dieser Fastenzeit. Unsere Seele, unser Herz, unser Verstand, unsere Gedanken, ja, alles soll auf den Herrn ausgerichtet sein. Amen. Amen. Halleluja. Und so, ja, möchte ich mit einer Stelle hineingehen, wo wir auch ins Gebet gehen. Und nehmen das auch mit in diesen zweiten Tag des Fastens. Der zweite Tag des Fastens. Und mich hat es so in diese Schöpfungsgeschichte hineingeworfen, um den zweiten Tag der Schöpfung genauer zu betrachten und den mal anzuschauen in 1. Mose Kapitel 1, ab Vers 6, heißt es, der zweite Schöpfungstag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung, von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der zweite Tag. Amen. Ja, der zweite Tag in der Schöpfung. Und mich hat es so inspiriert, dass allein in diesen drei Versen, die den zweiten Tag beschreibt, fünfmal das Wort Ausdehnung benutzt wird. Fünfmal den Begriff Ausdehnung uns hier ja konfrontiert werden. Und wir uns darüber Gedanken machen dürfen, was bedeutet Ausdehnung? Was bedeutet Ausdehnung für uns heute ganz persönlich in deinem Leben? Und ich möchte diesen ersten Punkt auch ja, mitnehmen ins Gebet, dass wir dafür beten. Denn Ausdehnung bedeutet, dass du Raum machst. Dass du Raum machst in deinem Leben, in deinem Herzen. Dass du Raum machst in dir selbst für den Herrn. Dass der Herr da, ja, Raum hat in uns. Dass der Herr in unserem Leben etwas bewirken kann. Ja, Freiheit hat in uns. Halleluja. Und dass wir auch so, dass in unserem Leben einfach ja, praktizieren und beten dürfen, dass in unserem Herzen Raum gemacht wird, dass der Herr die Freiheit hat, in unserem Herzen zu arbeiten, unser Herz zu bearbeiten, Halleluja, und er da Freiheit hat, so wie sein Wille ist, so wie er es auf dem Herzen hat, denn wir sind seine Gefäße, Halleluja, und er ist der Töpfer. Und so wollen wir diese Gesinnung heute haben, in Start im Gebet und sagen, Herr, ja, mache du Raum in uns. Mache Raum in uns, Vater, in unserem Herzen, dass all das Schlechte, all das Falsche, all das Böse in unserem Herzen beiseite geschafft wird. Und dass wir auch darum Vergebung bitten, Halleluja, überall da, wo wir dem Herrn keinen Raum gegeben haben, in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Zeit, Halleluja. Denn Zeit ist so etwas Kostbares, etwas Wichtiges. Wir haben 24 Stunden am Tag Zeit, dem Herrn zu geben. In unserer Arbeit, in unserer Familie, in allen Bereichen unserem Leben. Halleluja. Und da soll der Herr auch Raum haben und die Zeit haben, zu wirken, zu reden und zu sprechen in uns. Halleluja. Lasst uns so noch ins Gebet gehen. Lasst uns so aufstehen. Halleluja. Und mit dieser Gesinnung ins Gebet starten. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater, Herr. Herr, wir danken dir. Herr, wir danken dir, Vater, Herr. Du Herr der Herrscharen. Du König aller Könige. Du mächtiger Gott, Herr, du mächtiger Vater, Herr, du allein wahrer König, Herr. Herr, wir beten dich an. Herr, wir beten dich an, Herr. Herr, wir beten dich an, unser König, unser Schöpfer, unser Erlöser, Herr. Du unser mächtiger Gott und König, Herr. Du unser einzig wahrer Gott, Herr. Herr, wir erheben dich. Herr, wir loben dich. Herr, wir preisen dich. Herr, wir ehren dich. Herr, wir beten dich an, Herr. Du mächtiger Gott und König, Herr. Du Herr der Herrscher, Herr. Du einzig wahrer Gott,
Herr, du einzig wahrer König, Herr, du Herr der Herrscher, Herr, du einzig wahrer König, Herr. Herr, wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen, wir wollen dich anbeten, Herr. Wir wollen dir danken, Herr. Wir wollen dir danken, Herr, aus tiefstem Herzen, Herr. Wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen, Herr. Wir wollen dich anbeten, Herr. Unser Gott, Herr, unser einzig wahrer Gott, Herr, unser mächtiger König, Herr, unser Schöpfer, unser Erlöser, Herr, unser Retter, Herr. Danke dir, Jesus, Herr. Danke dir, Jesus, Herr. Danke dir, Jesus, Herr. Du mächtiger Schöpfer, Herr. Du Herr der Herrscher, Herr. Du bist der einzig wahre Gott. Du bist der Herr der Herrscher, Herr. Du bist unser mächtiger Vater, Herr. Halleluja, Herr. Herr, wir legen unsere Herzen vor dich hin, Herr. Wir legen unsere Herzen vor dich hin, Herr Vater. Herr, dass du Raum in uns machst, Herr. Dass du Raum in uns bereitest, Herr. Dass du die Freiheit hast, Herr, in unserem Herzen zu arbeiten, Herr. Dass du die Freiheit hast, Herr Vater, in unserem Herzen zu wirken, Herr. Dass du in unsere Herzen, Vater, einen weiten Raum hast, Herr Vater. Eine weite Tür geöffnet hast, Herr. In unserem Herzen, in unser Leben, Herr. In unserer Familie, Herr. In unseren Ehen, Herr. In unseren Gedanken, Herr. In unseren Gesinnungen, in unseren Gefühlen, Herr. Ja, in allen Bereichen, Herr Vater, Herr. Sollst du Raum haben, Herr. Sollst du Freiheit haben, Herr Vater, zu wirken, Herr. Zu reden, Herr. Ja, in all diesen Bereichen, Herr Vater, legen wir vor dich hin. Legen wir vor deinen Thron, Herr Vater, Herr. Herr, dass du den Raum in uns bekommst, Herr. Dass du den Raum in uns einnehmen kannst. Heiliger Geist, Herr. Heiliger Geist, Herr Vater. Nehme Raum in uns. Nehme Raum in uns, Herr. Nehme Raum in unseren Gedanken, Herr. In unseren Gefühlen, Herr. In unseren Emotionen, Herr. In unserem Herzen, Herr. Ja, nimm überall da, Herr, Raum, Herr. Nimm überall da Raum, Herr. Im Namen Jesus Christus, Herr. Makata sheba da kata se. Te kata shela ba da kata me kata se. Ta kata shela ba da kata me kata se. Ta kata shela ba da kata me kata se. Ta kata shela ba da kata me kata se. Ta kata shela ba da kata ne kata se. Ta kata le ba da kata ne kata se. La kata shela ba da kata ne kata se. La ba da kata ne kata se. La ba da kata ne kata se. La kata shela ba da kata ne bodo kata se. Te kata se ba da kata le kata se ma da kata se. Herr, nimm den Raum heute in uns, Herr. Nimm den Raum heute in unseren Herzen, Herr. Nimm den Raum heute in unseren Gedanken, Herr. Nimm Raum in uns, Herr Vater. Nimm Raum in uns, Vater, Herr, dass unser Herz, unsere Gefühle, unsere Emotionen, Herr, unsere Gedanken, Herr, voll auf dich ausgerichtet sein können, Herr. Alles auf dich, Herr, gerichtet ist, Herr. Nicht auf die Ablenkung dieser Welt, Herr. Nicht auf die Sorgen dieser Welt, Herr. Nicht auf das, was die Welt uns bieten kann, Herr. Denn alles in uns, Herr, soll sich auf dich ausrichten, Herr. Soll auf dich gerichtet sein, Herr. Makata shela bada kata ne kata se, Herr. Ja, nimm Raum in uns. Ja, nimm Raum in uns, in unserem Herzen, Herr. Nimm Raum in unseren Herzen, Herr. Und nimm all das weg, Herr. Entferne all das, Herr Vater, Herr. Was den Raum klein halten möchte, Herr. Was den Raum einengen möchte, Herr. In unserem Herzen, Herr. Nimm all das weg, Herr. Nimm all das weg im Namen Jesus Christus, Herr. Nimm das weg im Namen Jesus Christus, Herr. Makata shela bada kata ne. Ja, nimm weg, Herr Vater, die schlechten Gedanken, Herr. Nimm weg die Ablenkung, Herr. Nimm weg, Herr Vater, was uns die Zeit rauben möchte, Herr. Nimm weg, Vater, Herr, was uns ablenken möchte, Herr, von deiner Gegenwart, von deiner Herrlichkeit. Nimm alles weg, Herr Vater, Herr, was uns stört, Herr, was uns hindert, Herr, was uns blockiert, Herr, was uns aufhalten möchte. Nimm all das weg. Nimm all das weg in unserem Herzen, Herr. Nimm all das weg im Namen Jesus. Im Namen Jesus Christus, Herr. Makata sela bada kata she. Ne kata se bada kata shela bada kata ne. Ta kata shela bada kata ne koto se. Te kata shela bada kata ne koto se. Ta kata shela bada kata ne koto se. Na kata shela bada kata me koto se. Te koto shela bada kata me koto se. Te kata shela bada kata ne koto se. Herr, nimm alles weg. Nimm alles weg, Herr Vater, Herr. In uns, Herr, was dir nicht wohlgefällig ist, Herr, was dir nicht die Ehre geben will, Herr, was nicht dir, was du, Herr, nicht gewollt hast, Herr. Nimm all das weg, Vater. Nimm all das weg im Namen Jesus Christus, Herr. Nimm all das weg, Herr Vater, Herr, was uns hindern will heute Morgen, Herr, was uns blockieren will heute Abend, Herr. Ja, egal was es ist, Herr Vater, nimm das weg im Namen Jesus Christus, Herr. Herr, wir wollen auch durchbrechen, Herr. Wir wollen durchbrechen, Herr Vater, in unserem Leben, Herr. Und durchbrechen in unseren Gedanken, Herr. Und durchbrechen, Herr Vater, in unseren Herzen, Herr. Und durchbrechen, Herr Vater, Herr.
da, wo noch nicht genug Raum ist, Herr Vater. Herr, wir wollen durchbrechen, Herr Vater, und weiten Raum für dich bereiten, Herr, und weiten Raum dir geben, Herr Vater. All die Wände, Herr, die uns blockieren möchte, egal was es ist, welche Wand es ist, Herr, in unserem Haus, Herr, wir wollen da durchbrechen heute. Wir wollen da durchbrechen im Namen Jesus Christus, Herr Vater. Herr, und weiten Raum schaffen, Herr. Und weiten Raum schaffen, Herr Vater, Herr. Ich komme gegen all das, Herr, was uns blockieren möchte, was uns aufhalten möchte, was diesen Raum in uns klein halten möchte. Sei es Scham, sei es Zweifel, sei es Unglaube, Herr. Egal was es ist, Herr. Herr, wir lehnen heute all das ab. Wir lehnen all das ab, Herr. Wir lehnen jeden Zweifel ab. Denn jeder Zweifel, Herr, macht den Raum eng. Jeder Zweifel, Herr, ja, in uns, Herr Vater, soll weggeschafft werden, Herr. Jeder Zweifel, lass mir heute los. Lass mir heute los, Herr. Und komm voll Glauben zu dir, Herr Vater. Herr, diese Zweifel in uns, Herr. Diese Zweifel in uns, Herr. Nimm sie weg in uns. Nimm sie weg im Namen Jesus Christus. Jeder Geist des Zweifels, jeder Geist des Unglaubens, Herr. Im Namen Jesus, Herr. Herr, wir kommen, Herr, gegen all die Zweifel, Herr. Wir kommen gegen all die Zweifel, Herr, in unserem Leben, Herr. Wir kommen all die Zweifel, Herr Vater, Herr, die uns klein halten möchten, Herr. Die uns wertlos erhalten möchten, Herr. Die unseren Glauben rauben möchten, Herr Vater. Wir kommen gegen all die Zweifel heute, Herr. Und ja, sprechen die Zweifel, Herr, für nichtig, Herr, in unserem Leben, Herr Vater. Herr, wir lehnen es ab, Herr, in Zweifel zu leben, Herr. Wir lehnen es ab, Herr, ja, die Zweifel, Herr, in unserem Leben zu sehen, Herr Vater. Denn wir sind hier, weil wir glauben, Herr, weil wir an dir festhalten, Herr, weil wir dir vertrauen, Herr, weil wir dir die Ehre geben möchten, Herr Vater. Jeder Zweifel, Herr Vater, lehnen wir ab in der Gemeinde, lehnen wir ab in unserem Leben, Herr. Jeder Zweifel, Herr, der uns blockieren möchte, der uns aufhalten möchte, im Namen Jesus, Herr. Herr, mach uns frei von Zweifel, Herr. Mach uns frei von Unglauben, Herr. Mach uns frei davon. Setz uns frei heute, Vater, damit wir, Herr, jeden Zweifel ablegen können, Herr. Mit jedem Zweifel, Herr Vater, der uns blockieren möchte, der uns aufhalten möchte, der uns widerstehen möchte, Herr. Lehnen wir ab. Legen wir ab, Herr, vor deinem Thron, Herr, damit wir, Herr, voll Vertrauen, Herr, voll Zuversicht, voll Hoffnung, Herr, voll Liebe, Herr, vor dir stehen können, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, Herr. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Legen. Wir wollen auch jede Scham ablegen, Herr. Jede Scham, Herr. Jede Scham in unserem Leben, Herr. Wir legen sie ab vor dir, Herr Vater. Dass jede Beschämtheit, Herr, jede Scham in unserem Leben, Herr, heute abgelegt werden können, Herr Vater. Weil auch diese Dinge, Herr, können uns einengen. Auch diese Dinge können uns blockieren, Herr. Egal welcher Scham da ist, Herr. Jeder Unmut, Herr. Jede Sorge, jede Last, Herr Vater, Herr. Herr, wir legen es ab vor dir. Wir legen es ab vor dir, Herr. Bakata shela barakata ne. Takata se barakata shela barakata ne. Takata se barakata shelo borokata ne. Takata se la barakata ne kata she. Herr, wir lösen uns von jeder Scham, Herr. Wir lösen uns von jedem Scham in unserem Leben, Herr. Wir lösen uns davon. Wir lösen uns davon im Namen Jesus Christus, Herr. Makata shela barakata se barakata ne. Takata shela barakata se barakata she. Tekoto se barakata se la barakata ne. Takata shela barakata ne kata se. Kata she. Dieser Scham wird heute fallen. Dieser Scham, Herr, wird heute fallen in unserem Leben, Herr. Herr, wir nehmen, ja,
proklamieren im Namen Jesus Christus, Herr, dass aus jeder Scham heute fallen wird. Jeder Scham, Herr, der uns blockieren möchte, der uns aufhalten möchte in seinem Leben, Herr, der die Räume eng halten möchte, Herr Vater. Wir lehnen es ab, Herr. Wir lehnen es ab, Herr Vater, im Namen Jesus, Herr. Herr, denn wir schämen uns des Evangeliums nicht. Wir schämen uns deiner Worte nicht. Wir schämen uns nicht, Herr Vater, Herr, was du in unserem Leben getan hast, Herr. Wir schämen uns nicht daran, Herr Vater, was ja, der Feind uns rauben möchte, was der Feind uns nehmen möchte, wo er uns blockieren möchte, Herr. Egal, wo er mit Gedanken des Schams, mit den Gedanken des Schams kommen möchte, Herr. Herr, wir legen diese Gedanken ab. Wir legen diese Gedanken ab im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus, Herr. Herr, reinige du unsere Gesinnung, Herr, reinige unsere Gedanken, Herr, reinige du in uns, Herr Vater, unsere Herzen, Herr, reinige du alles in uns, Vater, Herr, durch dein kostbares Blut, durch dein kostbares Blut, mach uns rein, Herr, mach uns rein, Herr, im Namen Jesus Christus, Herr Vater, rein, Herr, von jeder Scham, rein von jedem Zweifel, Herr, rein, Herr Vater, rein vor dir stehen können, Herr, mit weißen Kleidern wollen wir vor dir stehen, Herr, mit weißen Kleidern wollen wir dich ehren, wollen wir dich loben, dich preisen, Herr, so nimm du jeden Schmutz weg, Herr Vater, in unserem Leben, Herr, jeden Schmutz, Herr Vater, Herr, Herr, nimm das weg im Namen Jesus Christus, Herr Vater, Herr, jeder Schmutz in uns, Herr, jeder Dreck in uns, Vater, Herr, egal was es ist, Herr Vater, sei es Scham, sei es Zweifel, Herr, sei es Dinge, Herr, die uns trennen möchten von dir, auch jede Sünde, Herr Vater, Herr, denn du, Herr, hast für all das bezahlt, Herr, du hast für all das, Herr Vater, Herr, den kostbaren Preis bezahlt am Kreuz von Golgatha, Herr, Halleluja, danke Jesus, Herr, danke Jesus, Herr, danke dir, mein Schöpfer, Herr, danke dir, mein Erlöser, Herr, Herr der Herrscher, Herr, du mächtiger Gott und König, Herr, du einzig wahrer König, Herr, danke Jesus, Herr, Magata Shela Badagatane, Padagata Sela Badagatane, Gotoshe, Tagata Seba Dagatale Badagatane, Tagata Shebo Dagotose Badagatashe, Herr, danke Jesus, Herr, danke Jesus, Herr, du mächtiger Gott und König, Herr, du Herr der Herrscher, Herr, du einzig wahrer Gott, Herr, du bist wunderbar, Herr, du bist wunderbar, Herr, ja, wir ehren dich, ja, wir loben dich, ja, wir preisen dich, ja, wir danken dir, Vater, ja, wir danken dir, Vater, Herr, denn deine Gemeinde, Herr, ist hier, deine Gemeinde, deine Braut, Herr, ist hier, Vater, Herr, um dich anzubeten, um dich zu loben, dich zu preisen, Herr, dich zu ehren, Herr, dir Danke zu sagen, dir Danke zu sagen, Herr Vater, was du in unserem Leben, Herr, bereits gewirkt hast, Herr, was du, Herr, in unserem Leben, Herr, getan hast, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, wir danken dir für das Kreuz, Herr. Herr, wir danken dir für das Kreuz, Herr. Herr, wir danken dir, Vater, Herr, für das, was du in unserem Leben, Herr, vollbracht hast, Herr. Denn du hast es vollbracht, Halleluja. Du hast es vollbracht am Kreuz von Golgatha. Du hast den Preis bezahlt, Herr. Du hast die Schuld auf dich genommen, Herr. Du hast so wunderbare Dinge in unserem Leben getan, Herr. Herr, wir danken dir dafür. Herr, wir danken dir dafür. Herr, wir loben dich. Herr, wir preisen dich. Herr, wir ehren dich. Herr, wir beten dich an, Herr Vater, Herr. All die Ehre sei dir. All die Ehre sei dir, Herr. Du mächtiger Gott und König, Herr. Du Herr der Herrscher, Herr. Du einzig wahrer Gott, Herr. Du mächtiger Vater, Herr. Halleluja. Halleluja, Herr. Du bist so wunderbar, Herr. Du bist so wunderbar, Herr. Ehre sei dir, Herr. Ehre sei dir, mein Gott und König, Herr. Sei dir, mein Schöpfer, Erlöser, Herr. Sei dir, du Herr der Herrscher, Herr. Du einzig wahrer Gott und König, Herr. Du mächtiger Vater, Halleluja, Herr. Danke dir, Vater. Danke für die Fastenzeit, Herr. Danke für die Zeit, Herr, die du uns gegeben hast, Herr, in der wir dich suchen dürfen, Herr. In der wir dir begegnen
segnen dürfen, Herr, in der wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen, Herr. Danke für die Fastenzeit, Herr, in der du zu uns reden möchtest, Herr, in dem du etwas geben möchtest, Herr Vater. Danke für diese Zeit, Herr, die du uns gegeben hast, die vor uns liegt, Herr. Wir danken dir bereits heute schon. Wir danken dir bereits jetzt schon, Herr Vater, was du in der Fastenzeit, Herr, uns geben möchtest, Herr, was du uns sagen möchtest. Wir danken dir bereits heute schon, Vater, was du, Herr Vater, vorbereitest, was deine Pläne sind, Herr, was deine Gedanken sind, was dein Wille ist, Herr, in dieser Zeit, Herr. Wir legen auch all das vor dich hin in dieser Fastenzeit. Wir geben das alles in deine Hand, Herr Vater. Diese Fastenzeit legen wir vor dich hin. Diese Zeit, Herr, in der wir verzichten, Herr, auf Speise. In der Zeit, in der wir uns ausrichten nach dir. In dieser Zeit, Herr, in der wir uns demütigen. In dieser Zeit, in der wir dich suchen, Herr. In dieser Zeit, Herr, die allein dir die Ehre gebührt soll, Herr. Danke, Vater, dafür, Herr, dass du etwas Gewaltiges, etwas Wunderbares, etwas Besonderes in unserem Leben vorhast, Herr, durch diese Fastenzeit, Herr. Danke, Herr Vater. Herr, wir öffnen heute die Türen, Herr. Wir öffnen heute die Türen, Vater, dass du, Herr, in dieser Fastenzeit, Herr, in der Zeit, Herr, etwas bewirken kannst. Wir öffnen die Türen, Herr Vater, dass du, Herr, Raum in uns nehmen kannst, Herr, dass du in uns wirken kannst, Herr, dass du eine Ausdehnung in uns findest, Herr, die so weit größer ist, Herr, als wir uns vorstellen können, Herr, dass du in allen Bereichen in unserem Leben, Herr, etwas bewirken kannst, Herr. Herr, wir öffnen die Türen dazu. Wir öffnen die Türen dazu, Herr Vater, Herr, dass du in uns wirken kannst, dass du in uns arbeiten kannst, dass du zu uns sprechen kannst, Herr, dass du alles aufdecken kannst, Herr, was noch schmutzig ist, was dreckig ist, Herr, was noch, ja, schlecht ist in unserem Leben, Herr, dass du alles aufdecken kannst, Herr, dass du alles ans Licht bringst, Herr, was in der Finsternis ist, Herr, dass du alles ans Licht bringst, Vater, was noch im Verborgenen ist, Halleluja, Herr, denn nichts bleibt verborgen, Herr Vater, vor dir, nichts ist versteckt vor dir, nichts ist, ja, im Dunkeln von dir, Herr, denn du bringst alles ans Licht, bring alles ans Licht, Herr Vater, in unserem Leben, Herr, bring alles ans Licht, Herr Vater, in unseren Gedanken, Herr, bring alles ans Licht, Herr Vater, in unserem Herzen, Herr, bring alles ans Licht, in unseren Gesinnungen, Herr, bring alles ans Licht, bring alles ans Licht, Herr Vater, Herr, schenk uns Erkenntnis, Herr, schenk uns Erkenntnis heute, Herr Vater, Herr, was noch schmutzig ist, Herr, was noch dreckig ist, Vater, bring uns Erkenntnis, Herr Vater, in uns, Herr Vater, damit wir erkennen, Herr Vater, Herr, wo noch offene Türen für den Feind sind, Herr, wo noch offene Türen sind, Herr Vater, Herr. Denn, ja, wir brauchen Erkenntnis, Herr, wir brauchen Erkenntnis, Vater, Herr, was uns blockieren möchte, Herr, was uns aufhalten möchte, Herr, Herr, wir wollen Erkenntnis bekommen, Herr Vater, Herr, wo noch enge Räume in uns sind, Herr, wir wollen erkennen, Herr Vater, was uns aufhalten möchte, was uns blockieren möchte, Herr, Herr, wir wollen erkennen, Herr Vater, wir wollen erkennen, Herr Vater, Herr, Makata Shela Barakatane, Takata Seba Rakata Sheba Rakotone, Takata Sela Barakatane Kotoshe, Makata Seba Rakata Sheba Rakotose, Takata Shela Barakatane Kotose, Takata Shela Barakatane Kotose, Takata Le Barakatane Kotoshe La Barakatase, Tokotone Kata Shela Barakatane Kotose, Tekata Sela Barakatane Borokotoshe. Halleluja, Halleluja, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lasst uns noch gemeinsam in diese Stelle gehen, die, ja, wir für die Fastenzeit, ja, einfach in den Mittelpunkt gestellt haben. Es ist Jesaja 42. Die Verse 1 bis 4, Halleluja. Und lasst uns ja das gemeinsam lesen, gemeinsam proklamieren. Nochmal Jesaja 42, 1 bis 4. Halleluja. 1, 2, 3. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen.
Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Halleluja. Was für starke Verse. Und mich haben die diesen Tag auch begleitet und haben mich auch sehr zum Nachdenken gebracht. Und das ist das Wunderbare in meinem Wort Gottes, dass es in uns etwas bewirkt, dass es in uns arbeiten kann, dass es Raum in uns hat. Halleluja. Einen weiten Raum in uns findet, so wie wir gebetet haben. Das Wort, das wir lesen, das wir studieren, dass es in uns etwas bewirkt. Ein Leben, Halleluja, so wie ich sage, das ist das lebendige Wort, das lebendige Wort. Und diese Worte, ja, haben mich dazu bewegt, zu denken, wie der Feind über diese Worte denkt, wie Satan, die Schlange, darüber denkt. Wenn Satan solche Worte hört und wie Gott seinen Auserwählten anspricht, und ihr könnt euch vorstellen, dass das Satan nicht gefallen wird. Genauso wie es in Hiob seinem Leben war. Ganz am Anfang, als Gott da war und ja, Hiob angepriesen hat. Mit genau diesen ähnlichen Worten, die wir gerade hier gelesen haben. Und so Satan neidisch wurde. Und so Satan erregt wurde. Ja, dass Satan aufgestanden ist und ja, Gott herausgefordert hat und gesagt hat, hier, taste ihn doch einmal an. Lass ihn mal ein bisschen leiden. Lass ihn doch einmal ein bisschen Schmerzen erleben, ob er dich dann doch noch ja, ehren wird, ob er dich dann doch noch loben und preisen wird. Und genau das Gleiche ja, erleben wir heute in unserem Leben, dass es Momente, Situationen gibt, wo der Feind antasten möchte, wo der Feind in dein Leben einfach kommen möchte und ja, Situationen geschehen und ja, Personen wenden sich gegen dich. Und sprechen gegen dich und möchten dich angreifen. Und so auch der Feind wirkt ganz persönlich in unserem Leben. Und er uns verführen möchte, so wie im Garten Eden. Er uns versuchen möchte, ja, in die Sünde zu fallen. Halleluja. Und wir wissen, dass der Feind da nicht ruhen wird. Dass der Feind auch da wie ein brüllender Löwe um uns herum ist. Und er einfach eine Stelle sucht. Einen Moment sucht, wo wir vielleicht schwach sind, wo wir vielleicht angreifbar sind, wo er vielleicht Risse findet in unserem Leben und wo wir ja einfach merken, dass da halt Kampf da ist, dass da dieser Kampf spürbar, erlebbar ist in unserem Leben. Aber das Wunderbare ist, dass der Herr einfach an unserer Seite ist, dass der Herr uns da nicht alleine gelassen hat und da seine Söhne, seine Töchter gesehen hat, und einfach auch da uns den Heiligen Geist geschenkt hat, damit wir ihm da widerstehen können, damit wir ihm da einhalten können und dass wir auch da bewahrt sind vor dem, was der Feind uns ja einhalten möchte. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt und die sagen, hey, ihr redet so viel über Satan, ihr redet so viel über den Teufel, über die Schlange, ja. Aber ich finde es gerade so wichtig. Ich finde gerade so wichtig, das nochmal ja, hervorzuheben. Nicht um Satan die Ehre zu geben. Nicht um ihm etwas, einen Wert zu geben in unser Leben. Nein, weil ich nicht naiv sein möchte. Weil ich nicht einfach, ja, der Herr sagt, seid wachsam. Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und genau deshalb sind wir so bedacht darauf, um die List des Feindes zu kennen. Um auch da zu erkennen, wo der Feind angreifen möchte. Um auch da gerade wachsam zu sein und nicht nachlässig zu sein im Gebet, im Wortleben, in der Beziehung zu Gott zu sein. Und da uns nach ihm auszurichten und nicht auf den Feind zu hören. Seine Stimme abzulehnen, seine Lüge abzulehnen, seine Verführung zu widerstehen, Halleluja. Und darauf ausgerichtet zu sein, auf den Herrn allein, Halleluja, Halleluja. Lasst uns noch ins Gebet gehen. Lasst uns noch gebeten, denn die Waffe des Gebetes annehmen.
und so dem Feind zu widerstehen und so dem Feind Einhalt zu gebieten und so auch seiner List, seinen Kunstgriffen ja widerstehen zu können und so auch der Lüge des Feindes einfach entgegenzutreten mit der Wahrheit, mit dem Wort Gottes. Halleluja. Lass uns so noch aufstehen und ins Gebet gehen. Halleluja. Ma katashe bala katase bala katashe. Ne katase bala katale bala katane. Ta katashe la bala katame kotose. Ta katashe la bala katame kotose. Ta katashe la bala katame kotose la bala katane. Ta katashe la bala katame kotose. Ta katashe la bala katame kotose. Ta katashe la bodo kotome katase. Ta katashe la bala katane kotose. Herr, wir nehmen heute Stellung, Herr. Wir nehmen heute Stellung, Herr Vater, in der Autorität, in der Vollmacht, Herr, die du deiner Gemeinde gegeben hast, durch die Kraft des Gebetes, Herr, durch die Kraft der Proklamation, Herr, durch die Kraft der Worte, Herr, dem Feind zu widerstehen, Herr, der Verführung zu widerstehen, Herr, die List des Feindes, Herr, einfach widerstehen zu können, Herr, egal wo der Feind angreifen möchte, egal wo die Schlange kommen möchte, uns verführen möchte, Herr, uns einfach blockieren möchte, uns, Herr Vater, das Erbe rauben möchte, egal wo der Feind kommen möchte, egal wo er ist, Herr, egal wo er sich versteckt, Herr Vater, Herr, wir wollen ihm heute widerstehen, Herr, wir wollen ihm heute widerstehen, im Namen Jesus Christus, Herr, wir wollen dem Feind, Herr, gebieten zu weichen, Herr, wir wollen dem Feind gebieten, aus unserem Leben, Herr, zu verschwinden, Herr, egal wo er sich im Verborgenen versteckt, egal wo er angreifen möchte, Herr, egal wo er gerade ist, Herr, Herr, wir widerstehen dem Feind, Herr. Wir widerstehen seiner List, Herr. Wir widerstehen seiner Verführung, Herr. Wir widerstehen im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus, Herr. Ma katashe bala katase. Ta katashe bala katase. Ta katashe bodo koto ne katase. Ta katashe la bala katame kotose. Ta katashe la bala katane kotose. Der Feind muss heute weichen, Herr. Muss heute weichen aus unserem Leben, Herr. Aus unserer Familien, Herr, aus unseren Gedanken, Herr, egal wo der Feind lauert, Herr, wie ein brüllender Löwe, Herr, wir gebieten dem Feind zu weichen, Herr, wir gebieten dem Feind, Herr, zu verschwinden, Herr, aus unserem Leben, Herr, aus unseren Familien, Herr, aus unseren Ehen, Herr, aus unseren Gemeinden, Herr, überall da soll der Feind verschwinden, Herr, überall da, Herr, gebieten wir dem Feind, Herr, dass er verschwinden muss, im Namen Jesus Christus, Herr, makata sheba la gata se, takata sheba la gata ne koto se, takata sheba la gata me koto se, takata sheba la gata ne koto se, le koto se la bala gata me koto se, makata sheba la gata le bala gata na, takata sheba bolo koto be gata se, takata sheba bolo koto le bala gata se, la gata sheba la gata ne koto se, la gata le bolo koto me gata se, takata sheba la gata se lo bolo koto me, takata sheba bolo koto se Du bist der einzige wahre Gott, Vater. Wir danken dir, dass du uns freigesprochen hast. Wir danken dir, Vater, für deine Werke in unserer Mitte. Danke für diese Fastenzeit. Danke für den Durchbruch. Danke für die Kraft. Danke für den Sieg. Danke, Vater. Halleluja. Im Namen Jesus. Halleluja. Wir geben Satan keinen Raum mehr. Oh, yes, wir geben keinen Halleluja. Raum heute. Unsere Gemeinde, in unseren Gedanken, in unserem Leben mehr. Wir geben ihm keinen Raum mehr. Im Namen Jesus Christus, Herr. Wir geben ihm keine Möglichkeit, Herr, anzugreifen, Herr. Wir geben ihm keine Offenbarung mehr. Wir geben ihm nichts mehr. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Me cantori baria shantara baba me cantori bakoria baba
Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Gott ist gut. Amen. Gott ist wunderbar. Amen. Halleluja. Wir haben so einen wunderbaren Tag erlebt. Amen. Mit dem Herr. Oh, wir sind der Herr dankbar. Und jeder Einzelne. Es war so wunderbar, wie wir in Mannheim in Bewegung waren. Wir sind der Herr dankbar dafür. Amen. Ja, es ist unser zweiter Fastetag und wir freuen uns. Wir sind ganz am Ende schon, gell? Ja, Gott ist gut. Er schenkt uns die Kraft. Einfach durchzubrechen, er schenkt uns die Kraft. Und wir werden es schaffen. Amen. Sieht nicht die Fastenzeit als eine Last. Nein, sieht das als ein Moment der Freude, ein Moment der Begegnung, ein Moment der Hoffnung, ein Moment der Durchbruch, ein Moment, wo du dein Herr begegnest. Amen. Wo du abschaltet von alles, was dich ablenken könnten. Amen. Halleluja. Wir wollen ihn erleben. Wer wird der Herr erleben? Wer glaubt, dass vor Ende dieser Fastenzeit etwas sich bewegen wird in dein Leben? Ich bin fest überzeugt, als Esther, ich glaube, dass etwas sich bewegen wird in mein Leben vor Ende dieser Fastenzeit. Amen. Und der Herr ist dabei, was zu bewegen in dieser Nation, in unserem Leben. Und wir sind ihm sehr dankbar. Amen. Ich möchte, dass du deine Stimme einfach, dass wir im Geist zusammen beten. Wir wollen mal im Geist zusammen beten. Amen. Erhebe deine Stimme und fang an, im Geist zu beten. Fang an, im Geist zu beten. Halleluja. Bete im Geist. Bete im Geist. Bete im Geist. Halleluja. Ich möchte jede einzelne Stimme hören. Bete im Geist. Halleluja. Bete, bete, bete. Steig hoch. Noch höher, noch höher, noch höher, noch höher. Mare ba 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 seterebus. I cantore ba caria ba 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 seterebus. Bete, 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 steig in Geist. Monte dans la prière. Vas-y, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Monte dans la prière, prie, prie. Le Seigneur est là, prie en esprit. Bete in Geist. Prie en esprit, bete in Geist. Halleluja. Masete ribaria shando robosa. Monito, coria ba 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 sheterebos. I canteri ba 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 sheterebos. Maria ba 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 sheterebosa. Me cantari bario shando rebos. Me cantari ba robo shekeria ba. Me cantari ba 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 sheterebos. I canteri bario shantari ba ba. Prie en esprit, bete in guys, hallelujah. Bete in guys, hallelujah. Maria ba 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 soto. I cantoria ba 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 sheterebos. Während du im Geist betest, es passiert gerade etwas in der Atmosphäre. Prie, pendant que tu pries en esprit, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Bete im Geist, Halleluja. Maseteri bakaria ba ba ba. Me katore ba 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 sotorobos. I kataria ba 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 ba. Me katari bario sharia ba ba. Me sateri ba katore ba 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 ba. Me kantori bario shandore bosa. Me kataria ba 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 sheterebos. Bete, 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 bete. Steig auf den Berg Gottes. Steig auf den höchsten Berg. Der Berg Zion, der Berg Zion. Maseteri ba katore bos. Me kateria ba 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 ba. Mesoto reberia sotorobos. I canteria ba 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 ba. Masoto reba ba 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 ba. Me catere bocaia ba ba ba. I catori ba corio bocoria bachete. Me cantori ba chatorebosa. Mandere bequeria ba 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 ba. E catosete ribario sanderebosa. Me cantoria ba 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 ba. Me santo reba ba ba ba. E catori bario sanderebosa. Me cantaria ba 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 ba. Me santo reba catorebosa. E cantori bario sandorebosa. Me cantore ba 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 ba. Bete, 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 bete. Steig in Geist, die Tore der Himmel sind offen. Monte dans l'esprit, les portes du ciel sont ouvertes. Machete rebosha, meka ba 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 ba, mesate rebosha, mekataria ba 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 ba, mekantori bario sharia ba ba, mekantaria ba 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 ba,
Me koto shato rebosha. Me kantaria baba 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 sete rebosha. I kantori bario sharia baba. Me sete rebe be be be. Masoto riba kariba baba she. Masoto reba baba 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 baba. E kataria baba 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 sete rebos. E kataria baba 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 sete rebos. E katari bario shando rebose. Bete, 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 hallelujah. Der Heilige Geist ist hier, le Saint-Esprit est présent. Prie, prie par l'Esprit, bete im Geist, hallelujah. Masete riba, ba, 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 ba. Oria, ba, 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 ba. Es ist dein Gebet-Altar heute. Tu bâtis ton hôtel de prière. Masete riba, kato, yebash. Meke riba, karia, ba, 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 ba. Mekeria baba 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 shakaria baba 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 shetere bebe be matari bakaria baba baba koria baba baba shetere beriosha koria baba 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 shetere bos ikatore baba 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 masotori bakatore baba baba ikatore bashatore bos shetere bos ikataria baba 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 masotore bakaria shetere bos ikatari bario shandore bosa ikatori baba 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 masotore bakatore bosa ikatore baba 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 shetere bosa ere sei den herr ere sei den herr Ehre sei den Herrn. Ehre sei den Herrn. Halleluja. Halleluja. O shatere bossa ya ba 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 ba. More ba 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 setere be 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 be. Lehn diesen Zustand ab. Ich höre der Herr sagen, lehn diesen Zustand ab, in dem du dich befindest. Du hast die Wahl, die Kraft zu sagen, ich komme aus diesem Zustand raus. Und du sollst eine Entscheidung treffen, vorwärts dich zu bewegen. Gedenk nicht mehr an der Vergangenheit, sagt der Herr. Gedenk nicht mehr an deine Vergangenheit, sondern beweg dich vorwärts. Beweg dich alle Sünden, was du dir in der Vergangenheit begangen hast. Ich habe dir vergeben. Ich habe alles gelöscht. Jetzt die Zeit ist gekommen, dass du vorwärts hier, dass du dich nach vorne bewegst. Die Zeit ist gekommen, dass du nicht mehr den Rücken. Und ich höre der Herr sagen, gedenk an die Frau von Lot. Die hat den Rücken nach hinten gedreht. Und es ist etwas schlimmer passiert. Der Herr sagt, gedenk nicht an deine Vergangenheit, sondern beweg dich vorwärts. Nimm eine Entscheidung heute. Triff eine Entscheidung heute. Triff einen Entschluss heute, dass du dich entscheidest, dich mit dem Herrn zu bewegen. In der Wille Gottes zu bewegen, in der Wege Gottes zu bewegen, in der Pläne Gottes zu bewegen. Denn der Herr hat viel mit dir vor. Denn der Herr hat einen Plan für dein Leben. Denn zieh fort, komm aus dieser selbstgebaute Wüste und beweg dich mit dem Herrn. Der Herr wird dein Leben erbauen. Der Herr wird dir mehr geben, als du erwartest. Der Herr wird dir mehr geben an alles, was du, als alles, was du verloren hast. Amen. Amen. Wir geben den Herrn Applaus. Wir geben dem Herrn ein fettes Applaus. Halleluja! Er ist wunderbar. Er ist mächtig. Er ist groß in unserer Mitte. Amen. Wir können kurz Platz nehmen. Wir haben unsere Geschwister, die auf Französisch schauen. Leider haben wir keine Übersetzung. Halleluja. Aber ich werde irgendwann mal dieselbe Lehre zusammenfassen. Ceux qui sont connectés, qui parlent français, je vais aller en allemand, mais je prendrai le temps de vous reprendre ces enseignements. Ne vous dérangez pas. Et vous pouvez rester dans cette tension de prière, mais il y aura les enseignements. J'ai commencé hier, je pense, avec vous. Donc, on va continuer. Ce soir, je ne continuerai pas parce que je dois rentrer préparer le message de demain. Mais à partir de demain, après demain, je ferai aussi des enseignements parallèles. Ja, wir haben über die Gebets Alter, Gebet Altar geredet. Und es ist sehr wichtig, dieses Thema zu betrachten, denn es war ein Zentralthema im Alten Testament. Wir sehen im Alten Testament, überall wo Leute in Berührung oder in Begegnung mit Gott kamen, das Erste, was die machte, die baute ein Altar. Und ein Beispiel, es gibt zwei Beispiele im Alten Testament, die mich immer faszinieren. Das erste Beispiel ist das Beispiel von Abraham. Abraham hat Altäre gebaut, aber prophetische Altäre. Denn wenn du bei Google gehst und google die Bewegung von Abraham,
von Charan bis nach Kanaan. Es ist eine prophetische Bewegung. Er kommt von Charan, er geht bis nach Norden Israel und geht wieder runter, geht rein in Ägypten und kommt aus Ägypten und dann etabliert er sich im Israel, in Kanaan. Aber als er in Ägypten war, er hat keinen Altar in Ägypten gebaut. Hat kein Altar in Ägypten gebaut. Die Altäre, die er gebaut hat, ungefähr 4 oder 5 Altäre, hat er in Israel, in Kanaan gebaut. Und diese Altäre waren die Fundamenten der Jerusalem. Waren die Fundamenten der Jerusalem. Es war sehr prophetisch, seine Altäre. Man sieht, dass unsere Vorfahren im Glauben, wie Abraham, wie Isaac, wie Jakob, die haben sich nicht zufällig bewegt. Jede ihrer Bewegung war geistlich. Jede Bewegung von Abraham war geistlich. Abraham selbst erkennt, dass mein Sohn in der Alter ist, ein Kind, eine Frau zu bekommen. Er macht gerade, wie Gott gemacht hat. Er lässt sich eine Frau von seinem Sohn holen. Genauso hat Gott eine Frau für Jesus Christus vorbereitet. Genauso Gott hat eine Frau für Daniel vorbereitet. Gott hat eine Frau für unseren Bruder Richard vorbereitet. Gott hat eine Frau für Jonas vorbereitet. Gott hat alles vorbereitet. Er sorgt für alles. Amen. Er sorgt für alles. Gott bereitet die Wege. Die Bibel sagt, der Mensch plant seine Wege, aber Gott lenkt seine Schritte. Amen. Der Mensch plant seine Wege, aber Gott lenkt seine Schritte. Und wenn man zu Jakob geht, Jakob hat auch, wir sagen immer, die Grundfeste der Gemeinde gelegt. Abraham hat die Grundfeste von Jerusalem, aber Jakob hat die Grundfeste der Gemeinde. Jakob war ein Prophet. Und wenn du das Geschichte von Jakob studierst, du wirst jede Bewegung, es fasziniert mich immer, von der Gebär seiner Mutter bis zum Rückkehr aus dem Land, sein Schwiegervater, wo er 2 Frauen bekam anstatt 1. Auch die Frauen waren prophetisch. Na, er wollte eine Frau, aber er bekam 2. Die Frauen waren auch prophetisch. Wenn du das Geschichte von Jakob studiert das wirklich und bete nach Erkenntnis. Die Bibel zu betrachten ohne Erkenntnis, das gibt dir Ideen, Gedanken. Aber du brauchst Erkenntnis, Offenbarung im Wort Gottes. Ohne Offenbarung, du wirst die Bibel studieren, lesen, aber du wirst Gott wird für dich hier, nicht hier. Du brauchst Offenbarung des Wortes. Wenn ich einen Text lese, wie ich habe vor 1 oder 2 Jahren das Geschichte von Jakob studiert. Und ich habe immer von Predigern gehört, die sagen, Jakob war ein Verbrecher, er war ein Manipulateur, er war ein Räuber. Es mag sein, dass sein Name etwas damit zu tun hat. Aber ich sage euch, Jakob war ein Prophet. Alle Taten, die er getan hat, waren prophetisch. Sogar seine Mutter war sehr prophetisch. Und man sieht immer Frauen in der Bibel, die sehr prophetisch waren. Rebekka war sehr prophetisch. Rebekka, als sie zu Isaac kam, die ging nicht direkt in der Zelle von Isaac. Die ging in der Zelle von der Mutter von Isaac. Warum? Die sollte was dort nehmen. Die ging nicht direkt. Die sagt nicht, wo ist das Zelle meines Ehemannes? Ich gehe dort. Nein, die ist in der Zelle ihrer Schwiegerin. Mutter gegangen. Sarah hat Erkenntnis bekommen, dass diese Frau muss weg. Abraham hat diese Erkenntnis bekommen. Er hat diese Offenbarung nicht bekommen. Wie könnte Gott zu Abraham sagen, tut was die dir sagt. Warum? Gott hat ihr das offenbart. Dieses Kind muss weg, damit der Sohn der Verheißungen. Ja. Wenn du die Erfüllung der Verheißung deines Lebens, bestimmte Dinge müssen weggehen. Und die Mutter von Jakob wusste, Gott hat etwas vor mit diesem jungen Mann. Nicht mit der Esau, sondern mit Jakob. Der Vater, er war schon blind, er war schon alt. Er war schon müde. Er könnte nicht mehr sehen. Und das ist auch etwas, was ein Mann Gottes wie Elia hatte. Solange du jung bist, du sollst dein Leben mit Gott bauen. Warte nicht, wenn du alt bist. Wenn du alt bist, die Entscheidungsvermögen sind nicht mehr da.
Er war blind, er hat prophezeit. Aber wenn man das Geschichte von Isaac, die Beziehung zwischen Isaac und Jakob sieht, man merkt, Isaac hat nicht so viel Erkenntnis, dass dieser Jakob etwas hatte. Und Jakob geht später, um die Kinder von Josef zu segnen. Was macht er? Ein Prophet. Sein Vater, sein Sohn sagt, nein, nicht so. Das muss man, die rechte Hand auf den Ältesten und er mag so, habe ich gesagt, und ich mag es so. Sei prophetisch in dein Leben. Sei prophetisch, liebe Schwestern und Bruder. Leb mit Erkenntnis. Leb mit Offenbarung. Die Bibel sagt, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Die ganze Schöpfung schaut, wo sind die wahren Söhne und Töchter Gottes? Wo sind die, die Wunder und Zeichen bewirken können? Wo sind die, die noch im Heiligen leben können? Wo sind die, die noch die Stimme Gottes in diese verdorbene Welt repräsentieren können? Wo sind die? Es ist die Zeit, wo die 7000 Propheten, die versteckt wurden, ans Licht kommen. Es ist die Zeit, wo alle Propheten, die Gott sich beiseite gelegt hat, und die Gemeinde gehört dazu. Die Gemeinde ist wie ein Prophet in dieser Nation. Amen. Die Gemeinde ist ein Prophet in der Nation. Ab der Zeit, wo die Gemeinde lahmgelegt ist, es funktioniert nicht. Mach ein Beispiel. Nimm alle Gemeinden aus Deutschland weg. Deutschland wird runtergehen. Ja. Es gibt kein Land. Sogar arabische Länder. Ich war in Katar 2016. Ich könnte überrascht werden, wie viel Gemeinde in Katar. Man kann kaum glauben. Aber ich war in einer Philippinus-Gemeinde. Ich habe dort 6 Tage lang gedient. In 3 Philippinus-Gemeinden. Die haben Underground-Gemeinde. Die mieten ein Gebäude und oben teilen sie in verschiedene Zimmer und die schlafen dort. Unten, der große Wohnzimmer, dient zu Gottesdienst. 60, 70. Die große Gemeinde, wo ich war, gab 200 Leute in ein Wohnzimmer. Mit Musikinstrument, alle. Es war fast wie hier. Sehr groß. Und dort haben die alle Wände zerrissen. Oben haben mindestens 20, 30 Leute geschlafen. Oben. Die schlafen so seit 2, 3 Jahren. Die gehen arbeiten. Die kommen aus Philippinen. Die leben dort in Katar. Die gehen arbeiten. Am Wochenende gehen die in Gasfelder oder Ölfelder und kommen am Freitag zurück. Der Gottesdienst fängt Freitag. Samstag sind die zusammen, die kochen, die essen und dann Sonntagmorgen, jeder fährt wieder zurückarbeiten. Eine tolle Gemeinschaft, wie in Apostelgeschichte. Die waren zusammen. Die haben zusammen gelebt. Amen. Ich habe das so geliebt, mit Philippinos 7 Tage zu sein. Es sind Leute, die beten, die Philippinos. Die lieben Jesus Christus. Halleluja. Wenn du dort unterwegs bist, es gibt zwar, man findet immer Böse unterwegs, aber es gibt sehr viele. Ich dürfte in eine sehr große Gemeinde, ich erinnere mich, ich habe in einem Kaffee gearbeitet an der Küste. Abend habe ich das Auto mit Wagen genommen, bin ich angefangen. Ich bin durch der Gegend gefahren. Ich komme im Eingang einer Gemeinde, ein Mann saß, ein alter Mann, so 70, 75. Ich parke das Auto, ich komme, ich begrüße, er sagt, ich habe auf Sie gewartet. Er sagt, komm, sitz. Ich habe neben ihm angefangen zu reden. Er hat mir sein Zeugnis gegeben, hat gesagt, du bist Mann Gottes. Ja, wir erwarten dich morgen in unserem Gottesdienst. Am nächsten Tag war ich da, es war Sonntag. Ich durfte dort das Wort bringen und die Gemeinde war im Feuer, im Flamme. Lobpreis, Feuer, der Geist Gottes fällt im Raum. Ich habe gesehen, Leute beten. Wenn du erleben möchtest, dass Leute beten, verlass mal ein bisschen dieses Land. Geh in andere Länder. Besonders in Länder, wo Leute diesen Wohlstand nicht haben. Besonders in Ländern, wo Leute nicht fettes Auto, großes Häuser haben. Du wirst sehen, ihr Leben dreht sich rum um
Gebet. Rum um Gebet. Ja, Leute beten. Es gibt Orte, wo du ankommst. Leute sind da von 7, 6 bis Abend am Beten, am Fasten, beten, fasten, beten, beten den ganzen Tag. Die suchen nach dem Herrn. Die wollen den Herrn erleben. Das habe ich auch oft im Katar, im Nepal erlebt, wo ich unterwegs war. Oder in Kolumbien erlebt, wo wirklich Gott in Bewegung ist. Ich habe mir gedacht, ich möchte dasselbe in meinem eigenen Leben. Gott in Bewegung sehen. Ich möchte Gott in Bewegung sehen in meinem Leben. Ich möchte Gott in Bewegung in dieser Gemeinde sehen. Wir sind schon im Feuer hier. Aber ich bin nicht einer, der sagt, es genügt mir schon. Nein, ich strebe nach mehr. Deswegen alle, die mich kennen, die rum um mich sind, die sehen, ich strebe nach mehr. Ich will mehr in der Gemeinde erleben. Ich möchte, dass aus dieser Gemeinde Feuer herausgehe und dass wirklich viele andere Gemeinden im Feuer eintreten. Amen. Wir können das machen. Aber das Wichtigste ist, wie baust du dein Gebetaltar? Wie ist dein Gebetaltar? Ist es schon gefallen oder steht oder bist du noch am Bauen? Wisst ihr, als Abraham mit Isaac auf den Berg ging, nahm Isaac, warum? Gott sagte, gib mir deinen Sohn, ich brauche ihn. Ja, deswegen sagt man in der Bibel, Abraham ist das Bild der Gott, der Vater, der seinen Sohn opfert. Denn Isaac wurde geopfert. Isaac wurde getötet. Amen. Isaac wurde getötet. Es schockiert dich. Aber wenn du geistig siehst, Isaac wurde geopfert. Denn Gott gibt nicht seinen Sohn, damit sein Sohn nicht stirbt. Sein Sohn ist gestorben. Und sein Sohn ist nach 3 Tagen auferstanden. Was hat Abraham gesagt? Ich mit dem Sohn, wir gehen anbeten und wir kommen zurück. Was hat Gott gesagt? Ich mit meinem Sohn Jesus, wir kommen um ein Altar, um anzubeten und nach 3 Tagen wieder aufstehen. Dasselbe. Es ist 1:1. Abraham ist hochgegangen mit seinem Sohn, um ihn zu opfern. Was hat er seine Diener gesagt? Wir gehen, wir beten an und dann kommen wir zurück. Denkst du, die sind einen Tag, 2 Stunden gegangen? Nein, die Bibel gibt uns keine Ziffern. Aber wenn man mit der Geschichte von Jesus Christus vergleicht, es ist dieselbe Geschichte. Es ist dasselbe. Sogar Josef war im Zistern. Es war der Tod, Josef. Es war der Opfer, Jesus Christus. Studier das Leben von Josef, du willst sehen, 1:1, es passt zu Jesus Christus. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Brüder von Josef kamen nach Ägypten. Was ist das Bild von Ägypten? Die Welt. Josef ist nach Ägypten gegangen, er hat Ägypten errettet. Er hat das Volk Ägypten errettet. Dasselbe. Die Bibel sagt, er kam für seine. Seine Brüder haben ihn abgelehnt. Genauso wie Jesus wurde abgelehnt von seinen eigenen Brüdern. Josef wurde auch abgelehnt, fast getötet von seinen eigenen Brüdern. Dasselbe Tod, was Jesus erlebt hat, sind dieselben Schmerzen, was Josef erlebt hat. 1:1. Denn Josef ist, auf Französisch sagt man Theophanie, ein Bild Jesus Christus. Josef in der Welt, er bringt den Durchbruch in der Welt. Er rettet die Welt. Am Ende seine Brüder kamen. Als seine Brüder in den Palast kamen, was sagt Josef? Er hat alle Ägypter rausgeschmissen aus dem Palast. Es ist die Entrückung der Gemeinde. Die sind aus dem Palast raus. Das ist die Entrückung. Denn bevor Jesus Christus sich jetzt offenbart zu den Juden, die Gemeinde muss raus. Die Gemeinde muss weg. Und dann macht er den Schleier weg. Und die werden erkennen. Genauso wie die Brüder von Josef geweint hat. Genauso die Juden werden weinen. Wenn du die Bibel liest, das ist die Erkenntnis. Das ist die Erkenntnis. Amen. Das ist die Erkenntnis. Was ist die Bedeutung und die Auswirkung des Gebetaltars? Du sollst wissen, wann immer du ein Opferaltar auf ein Stück, ein Landstück baut, wenn du ein Gebetaltar dort baut, was passiert?
Du ziehst in dieses Land eine Bundesbeziehung, eine Beziehung zu Gott. Wenn du ein Altar in der Alten Testament, überall wo man Altäre gebaut hat, das hat Gott angezogen. Gott kam und sprach. Was hat Noah gemacht? Noah kommt aus der Arche. Das Erste, was er macht, was macht er? Er organisiert Party. Er organisiert Party. Nein. Was macht er als Erste? Er baut ein Altar. Und auf diesem Altar opferte er. Sein Opfer war mit Blut. Das bedeutet, er bekennt, wir sind Sünder. Und nur durch das Blut können wir zu Gott kommen. Er opfert das Tier vor Gott und er räuchert es. Was macht Gott? Gott riecht. Gott bekommt diesen Geruch. Was sagt Gott? Gott segne Noah, segne die Kinder Noah von Generation zu Generation. Die Frage ist, braucht Gott unbedingt den Geruch eines Tieres? Wenn du studierst, schreib solche Fragen. Warum? Gott ist doch Gott. Und die Bibel sagt, Gott ist Geist. Braucht Gott den Geruch eines Tieres? Nein. Aber du sollst verstehen, was hinter der Tat Noah war. Noah hatte Erkenntnis, dass Gott, der Opfer, was Gott wohlgefällig ist, ist, was aus unserem Herzen kam. Das bedeutet, während Noah ein Opfer war, er dankte den Herrn, er lobte den Herrn, er pries den Herrn, er proklamierte den Namen des Herrn, er deklarierte den Namen des Herrn. Und das gefiel Gott. Und Gott sagt, wow, dieser Mann weiß, worum es geht. Es gibt Christen, wenn die vor Gott kommen, die kommen, Herr, mein Fuß tut weh, Herr, ich brauche, nein. Gott möchte erstmal etwas von hier, etwas von deinem Leben, etwas, was du niemand anders sagen kann. Ich liebe dich mehr wie Honig. Wenn ich Kuchen esse, Vater, es gibt nichts vergleichbar wie, du bist der wunderbare Gott, der mächtige Gott, der Herr, der Herrscher. Ich liebe dich mehr wie meine Frau. Ich liebe dich mehr wie meine Kinder. Ich liebe dich mehr wie alles, was gibt in der Welt. Ich liebe dich mehr wie mein eigenes Leben. Amen. Ich liebe dich mehr wie mein eigenes Leben. Das bedeutet, Herr, ich bin bereit zu sterben, damit du lebst. Amen. Und dieser Altar, was Noah gebaut hat, hat Gott angezogen. Gott hat gerochen. Es hat das Herz Gottes gut getan. Und Gott hat gesegnet. Gott hat gesegnet. Gott hat gesegnet. Gott hat gesegnet. Und wenn Gott segnet, es ist mit Überfluss. Halleluja. Oh, ich sehe jemanden hier, der Überfluss hat. Ich sehe jemanden hier. Ah, das ist er. Ich sehe jemanden. Ist er der Einzige, der Überfluss hier hat? Oh, ihr enttäuscht mich hier, gell? Ich sehe jemanden hier, der Überfluss hat. Ich sehe jemanden hier, der aus der Gefangenschaft rauskommt. Ich sehe jemanden hier, der durchbricht, weil dein Gebetaltar Gott wohlgefällig ist. Oh, ich höre, Amen, Amen. Amen. Wisst ihr, die Amerikaner stehen. You get it. Das ist it. Halleluja, das ist mein Wort. Herr, danke, Halleluja. Amen. Ich sehe jemanden hier, der durchbricht. Ah, das fängt an schon, das. Amen, Gott ist gut, Gott ist gut. Und diese Gebet, von diesem Zeitpunkt an, bringst du dieses Land direkt unter die Kontrolle Gottes. Sag nicht Gott, wo du mit deiner Fußsäule trittst. Dieser Ort ist dir gegeben. Ja, ist dir gegeben. Aber schau mal, jedes Wort, was Gott gibt, ist nicht von heute auf morgen erfunden. Nein, Gott ist das Wort.
Das bedeutet, wenn Gott Josua sagt, jeder Ort, wo du deinen Fuß mit deinem Fußsohle trittst, das habe ich dir gegeben. Dieses Wort war schon vor der Schöpfung der Welt. Und deswegen, Abraham, überall, wo er ankam oder mit seinen Füßen eintrat, er baute dort ein Altar. Wir werden das gleich lesen. Um zu sagen, dieser Ort gehört Gott. Und ab dem Moment, wo du auf einem Boden ein Altar baust, was passiert? Dieser Ort wird beeinflusst von dem Himmel. Ab dem Moment, wo du in ein Haus eintrittst, ruf Brüder, Männer Gottes, die beten für das Haus und deklariert in dieses Haus, lebt Gott allein. Ja, zieh nie in ein Haus, ohne deine Brüder, deine Schwester einzuladen, dass die das Segen in dieses Haus proklamieren. Ein Mann Gottes oder eine Familie hat ein Haus gekauft. Die sind in dieses Haus eingetreten. Nach ein paar Wochen, Monaten, fing an, eine dann andere schwer krank zu werden. Die haben gesucht, was ist los? Warum sind der Vater immer krank, die Mutter immer krank? Die könnte nicht mehr ihr berufliches Leben ausüben. Es kamen Geschwister in dem Haus, die fingen an zu beten. Und Gott hat eine geführt im Keller. Und im Keller gab es einen Teppich, der gelegt war. Und der Herr sagt, reiß diesen Teppich. Was war unter dem Teppich? Der Pentagramm. Mit Baphomet-Zeichen. Der Pentagramm mit Baphomet. Kennt ihr Baphomet? Baphomet ist das Bild von Satan. Wenn jemand, wenn das Beamer an wäre, hätte man ein Picture von Baphomet. Baphomet ist der Mensch, der hier ist, der Tiger. Okay? Und er macht gerade das Zeichen, was der Papst immer macht, und kreuzt die Füße. Baphomet ist der Herr über die Freimaurerei, über Illuminati. Er ist der Architekt dieser Welt. Er ist der Herrscher, Satan. Sein Name im Satanismus, im Okkultismus ist Baphomet. Na, kennt ihr das Pentagramm? Pentagramm. Ach, wenn ihr googelt Pentagramm, ihr werdet sehen. Sogar das Zeichen David, was viele Christen tragen, ist kein christliches Zeichen. Ich möchte dich enttäuschen. Ja, kennt ihr das Zeichen David? Ja, es ist kein christliches Zeichen. Wir dürfen das nicht, wir brauchen sowas nicht. Dämonen brauchen solche Kontaktpunkte. Wir brauchen das nicht. Und die sind in dem Haus eingetreten. Und als Gott das gezeigt hat, die haben gebetet, die haben die Fliesen entfernt. Die haben neue Fliesen und die haben gesalbt. Warum? Dieses Haus war eingeweiht für Baphomet, weil Leute, die dort lebten, waren Anbeter Satan. Manchmal hast du Tapeten. Hinter deinen Tapeten sind Zeichen. Manchmal hast du Sachen in dem Haus. Aber ich sage nicht, dass ihr jetzt nach Hause geht, überall sucht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sage, der Geist Gottes offenbart die verborgenen Dinge. Wenn jemand von Katholizismus bei euch gewohnt hat, wenn ein Katholik in ein Haus einzieht, was macht er als Erster? Status von Maria irgendwo in einer Ecke. Okay? Und dann Engel dazu überall im Fenster, im Keller, überall. Und ich sag euch oft, wenn Leute ausziehen, die vergessen immer einen. Denkt ihr, es ist Zufall? Nein. Besonders Leute, die im Okkultismus. Wir waren vor ein paar Monaten in dem Haus, in der Wohnung eines Bruders. Oder der hier war. Sehr tief in Satanismus und Okkultismus. Aber ich sag euch, ich habe noch die Bilder. Ich werde euch das mal zeigen. Alles, was wir dort geworfen haben. Das war Kontaktpunkte für Satan. Kontaktpunkte für Satan. Es gibt viele, die Satanzeichen zu Hause haben.
Ich sehe manchmal Christen, die haben ein T-Shirt mit Dämonen drauf. Ich sehe manchmal Christen, die machen Tattoos. Und die sagen, ja, Tattoos ist doch, es ist nichts Schlimmes. Tattoos sind Kontaktpunkte für Hexe. Tattoos sind Kontaktpunkte für Hexe. Es gab ein Seminar, ein junger Mann, 15 Jahre alt, hat seinen Freund, Schulfreund eingeladen zu dem Seminar. Der Schulfreund kam während des Seminars. Der Mann Gottes, der vorne war, sagte, es gibt einen jungen Mann hier, 15 Jahre alt. Gott sagt, du hast einen Drachen in der Fuß. Du hast einen Drachen in der Fuß. Und der junge Mann ist gestanden, hat gesagt, ja, ich habe ein Zeichen der Drachen. Als man für den jungen Mann gebetet hat, ich kann euch sagen, es war furchtbar, die Geschrei dieser junge Mann. Ich höre immer Christen sagen, ihr übertreibt, ihr könnt auch das Kreuz tätowieren. Das bedeutet, ich brauche kein Kreuz zu tätowieren, um zu beweisen, dass ich ein Christ bin. Ja, ich muss den Namen Jesus auf mein Leben, auf meinen Körper schreiben. Nein, der Name Jesus ist in mein Herz geschrieben. Und auf mein Stirn ist das Zeichen. Ja, frag mal die Satanisten, die sehen, das ist Zeichen in dir. Die sehen das Licht in dir. Ich brauche diese Mist nicht, das ist Müll. Das ist Müll, was du in dein Leben bringst und das dir Probleme bereitet. Ja, ich war verliebt, ich habe die Name, mein Verlob in dem Hahn tätowiert. Jetzt bist du nicht mehr mit ihr. Du läufst mit ihr. Ja, Leute kommen zu mir, was ist dieser Name? Katharina, es war meine Ex-Freundin. Und hier, Amelie, es war die zweite Ex-Freundin. Und hier, du bist noch verbunden mit diesen Frauen. Ja. Ich habe euch gesagt, jede Sexualität, was du vor der Ehe hast, du musst den Namen schreiben, dich lossagen von jeder sexuellen Beziehung. Vergiss nie, nie. Auch wenn es vor 20 Jahren war, schreib den Namen, sag, Paul, ich war mit dir in der Sünde, ich habe um Vergebung gebeten, ich trenne mich von dir, ich sage mich los von jeder sexuellen Beziehung mit dir. Jeder Mann oder Frau, mit dem du warst. Du musst dich lossagen. Denn die Bibel sagt, wer mit der Hure geht, ist eine mit ihr. Ist eins. Ihr seid ein. Wenn du mit zwei warst, ihr seid drei in dir. Wenn du mit drei Frauen warst, du hast drei Leute in dir, drei Bündnisse und so weiter. Ihr denkt, ihr ist übertrieben. Wenn man manchmal für Leute betet, man sieht, was sich manifestiert in Leuten. Sexualität ist ein Tor, eine Tür, wo der Feind keine Erlaubnis braucht, um in dir einzutreten. Aber während du betest, Gott kann dir viel offenbaren. Gott kann dir viel zeigen. Gott kann dir die Augen öffnen, damit du siehst. Und wenn du in ein Haus eintrittst, das Erste, was du machst, du betest, du rufst den Namen Gottes in dem Haus und salbt dieses Haus auch. Und proklamiert Segen und deklariert, dass solange du deine Miete zahlst, du bist der Eigentum dieses Hauses. Ja, solange du deine Miete zahlst, du bist der Eigentum. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Ab dem Moment, wo du in dem Haus einziehst, dieses Haus gehört dir. Bis du irgendwann sagst, ich ziehe aus oder die Kündigung und so weiter. Aber das Haus, der Vermieter hat keine Anrechte, richtige, ich meine vor Gott im Geist, der Vermieter hat kein Anrecht in dieses Haus. Wenn du in dein Haus eintrittst und plötzlich haben die Kinder keine Ruhe mehr, Schlaflosigkeit und so weiter, ruf den Namen des Herrn im Haus. Sag, Herr, ich bezahle die Miete. Und jeder, der angreift in dieses Haus, Vater, ich erhebe mich dagegen. Es gibt Leute, die haben ihr Haus gebaut und haben Bündnisse getrieben. Alle ihre Anwesen haben die der Satan gesagt, solange ich unter dein Dienst stehe, beschütze meine Anwesen. Genauso wie wir machen als Christen. Wenn wir ein Haus kaufen, was machen wir? Wir widmen dieses Haus Gottes, oder? Was denkt ihr, was die anderen auch machen? Die machen genau dasselbe. Genau dasselbe. Ich persönlich, jedes Mal, wo ich in ein Hotel eintrete, Hotelzimmer,
bevor ich auf dem Bett mich werfe und schläfe, ich bete. Ich rufe erstmal den Namen des Herrn. Ich baue mein Gebetaltar in dem Hotelzimmer. Ich proklamiere, dieses Zimmer, solange ich hier bin, das gehört dem Herrn. Solange ich bezahle und hier lebe, das gehört dem Herrn. Kein Mensch kann durch die Fenster rein, durch die Mauer raus rein, durch der da unten lebt, egal was er treibt, es wird nicht hoch bei mir. Der, der oben ist, egal was er treibt, wird nicht runter bei mir. Dieses Hotelzimmer ist gesperrt. Manchmal sage ich, keiner darf sich rum um dieses Hotel bewegen, solange ich da bin. Ja, so sind meine Gebete. Ich kam in Nepal, sehr müde. Und hinter meinem Zimmer gab es ein Shiva-Altar. Riesiger Altar. Es war so 18 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, nach 5 Stunden, 6 Stunden Fahrt. Ich war so müde, ich bin auf dem Bett gegangen. Plötzlich sehe ich zwei Riesen in meinem Zimmer. Zwei Riesen. Ich sage, hey, was ist hier los? Ja, du hast Besuche. Du hast Besuche. Bin aufgestanden, habe jeder Einzelne gesagt, ihr habt nichts mehr hier zu suchen. Geh. Es war ein Kampf. Hab gebotet. Plötzlich, paff, sind die weggegangen. Ich habe angefangen zu im Raum. Ich habe gebetet wie nie in diesem Zimmer. Habe gesagt, Herr, die dürfen nicht mehr kommen. Und solange ich dort war, Ruhe herrschte. Hinter meinem Zimmer gab ein Shiva-Altar. Ich bin zu der Bewacher des Shiva-Altars. Ich habe gesagt, jede 4 Uhr morgens spielen Musik. Es muss gestoppt werden. Ich bin zu der Leiter der Kraftwerk. Ich bin hier gekommen, um eure Kraftwerk zu warten. Ich will Ruhe. Die haben Musik gestoppt. Und ich habe meine Musik um 5 Uhr gespielt. Mein Lobpreis. Ja, ich habe Stellung genommen. Nepal hat 5 Millionen Götter. 5 Millionen Götter. Sogar Hitler ging nach Nepal. Denn unter der Himalaya, die sagen, es bewegt sich sehr mächtige Fürsten. Viele Deutsche, Franzosen, Engländer gehen nach Nepal, um Kraft zu holen. Sehr, sehr starke magische Kraft. Inder und Nepal. Du darfst solche Länder, zwei Länder nicht unterschätzen daneben. Ein hochrangiger Satanist, der sich bekehrt hat, er ist Pastor, er sagt, einer der Füße Satan hat sein nicht Kirche, sondern sein Altar in Inder. Wenn du hochrangiger Satanist bist, du musst mindestens einmal dort gewesen. Mindestens einmal. Er sagt, die meisten Regierungschefs, sogar viele afrikanische Regierungschefs, sind immer nach Inder gegangen, um Magie zu holen. Unterschätzt Inder nicht. Wenn ein Inder Christ ist oder Nepaleser, er bekehrt sich und du stellst ihn fragt, hast du schon Befreiung erlebt? Er sagt, nein, es gibt Probleme. Die müssen alle durch Befreiung. Jede Antenne. In Deutschland, es gibt Leute, die sind geboren, Familie, die haben nie mit Götze zu tun, so direkt, na, aber indirekt. Aber dort, von Geburt an, du bist ein Gott gewidmet. Du wirst geboren, man gibt dir entweder den Namen eines Gottes. Ich kenne viele, die heißen Shiva in Nepal. Viele, die heißen Gurda in Nepal. Viele, die haben die Namen ihrer Götter. Und wenn man dir den Namen Shiva gibt, was passiert? Wir waren ein Seminar in Brüssel. Wir beteten. Es gab drei Inder, Geschwister. Einer steht auf, plötzlich während der Anbetung. Bo, 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 bo. Es war der Gott, der Krieg und der Feuer. Wir waren zwei Brüder, ein groß ist. Ich habe diesen Fuß gehalten, der Hand, er hat uns gezogen. Boom. Boom. Wir waren auf dem Boden, wir haben ihn gehalten. Er wollte seine Schwester vernichten. Seine Schwester war so. Sie hat in die Mauer geschaut, ihre dritte Augen war so offen. Viele haben das gesehen, so offen. Sie haben angefangen, auf ihn laut zu schreien, mit einem Gott zu beten. Wir waren 100 Leute. Es war unglaublich. So etwas habe ich nie erlebt. Wir haben Angst, dass der Bruder, der gerade unterwegs war, dass er jemand schadet. Wir haben ihm die Füße gehalten. Er hat uns mitgerissen. Und irgendwann die Michelle das aufgestanden hat, wir brauchen ihn nicht zu halten. Steh vor ihm, schau in die Augen, gebete. Wir sind aufgestanden.
Ich sage euch nicht, dass ich mich hinter der Bruder versteckt hat, gell? Aber wir haben Gebote und plötzlich baff auf dem Boden. Es war Ruhe. Wir haben die Schwester geschaut, haben Gebote, baff auf dem Boden. Jeder, die Inder, die Nepalese, 95% von Afrikanern, die sich bekehren, müssen durch Befreiung. 95% der Afrikaner haben mindestens entweder der Same der Hexerei oder der Geist der Hexerei. Leute, die aus Südamerika kommen, die haben mit Makomba zu tun. Die haben mit, dort ist auch schlimm, weil es gibt eine Mischung zwischen ehemaligen Indianer. Ja, Indianer, es gibt eine Mischung dort in Südamerika. Amerika auch. Und USA ist der Hochburg von allen Religionen. USA und Kanada. Dort triffst du alle Religionen der Welt. Deswegen, damit die Amerikaner durchbrechen ihre Glaube, die brauchen Gebetfürste. Die brauchen Gebet. Jeder Amerikaner kennt von Jesus. Aber ich war erstaunt, wie nachlässig, wie lasch Leute dort sind. Du gehst in Gemeinde, die Schwester sieht da, ihre Freunde sind daneben. Und die Amerikaner sagen manchmal so, Analsex ist keine Sexualität. Oralsex ist keine Sexualität. So sagen viele Christen. Ich war im Flugzeug mit einer, die sagt, nee, Oralsex ist keine Sexualität. Die hat ihre Freunde, bis die heiratet. Ich sage, ihr lebt in Sünde, Schwester. Kehrt um. Je nachdem, wo du dich bewegst, Satan hat seine Altäre gebaut. Je nachdem, wo du unterwegs bist. Aber wir Christen, wenn wir in eine Stadt eintreten, wir bauen, diese Gemeinde ist ein Altar in Mannheim. Andere Gemeinden sind Altäre in Mannheim. Aber ein Altar braucht immer Holz und Feuer. Immer. Immer Holz und Feuer. Wenn wir aufhören, Holz zu bringen, das Feuer geht aus. Ich nehme ein Beispiel. Wir zünden ein riesiges Feuer her. Wir legen sehr viel Holz. Es wird brennen, oder? Nach ein paar Stunden, wenn es kein Holz mehr gibt, es wird nur rote, brennende Kohle. Nach 10 Stunden, 15 Stunden, das Kohle wird anfangen, sich auszulöschen, im Asche sich zu verwandeln. Wenn wir nach 2 Tagen kommen, wenn wir noch ein bisschen Glück haben, es besteht Asche auf dem Boden. Komm nach 6 Monaten, gibt kein Asche mehr, aber du siehst schwarze Flecke, dass hier Feuer war. War ihr schon im Wald, ihr seht Fläche, als ob Feuer da war. So sind die Stufen in dem Leben von vielen Christen. Andere, die ständig reintun, der Altar wird immer brennen. Andere, die haben aufgehört, Holz reinzutun. Es brennt noch Kohle, es ist noch rot, es ist noch ein bisschen Feuer. Andere, das Feuer ist ausgelöscht, Asche ist drauf. Aber es gibt welche, das Wind kommt, es gibt nichts mehr. Gebetleben komplett tot. Dein Gebetleben ist dein Altar, was du baust. Überall, wo du eintrittst, ob zu Hause, ob in der Gemeinde, wo wir sind, ob in dein Büro ist dein Gebetaltar. Wisst ihr das? Mein Büro war mein Gebetsaltar in der Firma. Solange ich da war, ab dem Moment, ich komme heute Morgen im Büro, ich rufe den Namen Jesus Christus. Ich sage, danke Jesus, dass du hier bist. Ja, es gibt Kollegen, die wollen deinen Platz haben. Es gibt Kollegen, die hassen dich. Die sehen dein Feuer, die wollen das auslöschen. Es gibt Kollegen, du schreibst gute Berichte, die bringen immer falsche Berichte dir gegenüber bei der Chef, damit du nie durchbrichst. Aber solange du lebst, wie Gott sagt, keine deiner Feinde wird vor dir bestehen. Solange du lebst, wisst ihr, hier in Europa, man merkt das nicht, aber in Afrika, wenn du zum Beispiel Vorstandsvorsitzender der MVVDG genannt wird, entweder bist du Freimaurer oder bist du Christ.
So ist es in Afrika zurzeit. Entweder bist du in irgendwelcher Bund, satanischer Bund, oder bist du Christ. Du hast keine Wahl. Warum? Den Tag, wo du ernannt bist, wenn du nicht Christ bist und du gehörst nicht zu irgendwelchem satanischen Bund, du trittst im Büro, 2 Wochen bist du tot. Oder 3 Tage danach bist du tot. So ist es überall in Afrika. Du sterbst. Warum? Es gibt immer einen, der weiß, wenn du tot bist, ist der Nächste an der Stelle. Oder es gibt eine Gruppe von Leuten, die wollen, dass jeder, der zu dieser Stelle eintritt, er muss zu unserem Bund gehören. Und die haben kein Mitleid. Satan in seinem Reich hat kein Mitleid. Sogar in Europa, um höhere Positionen zu erreichen, du brauchst in einem Bund zu sein. Du musst, einer unserer Brüder hat hier, unser Bruder Ives, arbeitet mit, er war Leichtwärter von Multimilliardären, er war sogar Stars. Er hat solche Geschichten, wo wirklich in diese hohen Positionen, wo die sind, die brauchen das Geistliche. Er sagt, hier in Deutschland, die sind fast alle in böse Bündnisse. Wenn du nicht da bist, du schaffst nicht in der Höhe. Eine bestimmte Anzahl von Geld, was du erreichst, du brauchst Spiritualität. Jeder reiche Mensch hat Spiritualität. Die Sportler haben Spiritualität. Überall haben Spiritualität. Wir, unsere Spiritualität ist Jesus Christus. Und überall, wo wir eintreten, wir beten an. Du kannst ein Haus kaufen in einem Stadtteil. Und in diesem Stadtteil, alle Nachbarn sind vernetzt. Du kommst in diesen Stadtteil, du merkst immer Probleme. Dach hat Probleme, Boden hat Probleme und so weiter. Die haben ihre Bund, die wollen niemand anders in diesem Dorf oder in diese Stadtteil. Die wollen nur die Leute, die genauso dieselbe Geister haben. Aber ab dem Moment, wo du dort eintrittst, baut dein Gebetaltar, ruf den Namen Jesus Christus und deklariere, solange ich hier lebe, keiner wird rum um mein Haus kreisen. Solange ich hier lebe, keine meiner Kinder, mein Frau wird von irgendwelcher Plage, Krankheit. Ja. Es gibt Stadtteile, wo, wenn du richtig fragst, du wirst merken, 3, 4, 5 Leute sind von Krebs gestorben. Leute sterben immer von derselben Krankheit. Es könnte sein, dass es natürlich, es könnte übernatürlich. Aber ich, wenn ich eintrete, sage, ab dem Moment, wo ich hier eingetreten bin, in diesen Stadtteil, die Krankheit haben gestoppt. Jede Krankheit stoppt. Jede Plage stoppt. Ja, du bist einer, der Gott schicken kann in einen Ort, damit du eine Plage stoppt. Es ist meine Bewegungsweise, meine Denkweise, meine Glaubensweise. Überall, wo ich eintrete, ich nehme das Ort unter Besitz. Wenn es ein Geist da in diesem Ort herrscht, ab dem Moment, wo ich da bin, seine Herrschaft ist gestoppt. Ich herrsche. Denn wir sind geschaffen worden zu herrschen. Satan kann nicht über dich herrschen, über die Gemeinde herrschen. Nein, wir beherrschen. Amen. Es sind die geistlichen Prinzipien, die göttlichen Prinzipien. Wenn du das verstehst, du wirst durchbrechen in dein Gebetleben. Denn während du dabei bist, dein Gebetaltar zu bauen, es gibt welche, die dabei sind, jeder Gebetaltar zu stoppen. Die wollen das Gebet nicht. Wir waren in der Mitte der Stadt. Wie viele Schimpfworte haben wir gehört? Warum? Wir waren dabei, ein Gebetsaltar in Mannheim zu erheben. Wir waren dabei, Mannheim zu sagen, Mannheim gehört Jesus Christus. Deutschland gehört Jesus Christus. Der Erste, der kommt, sagte, ach, eure Ding ist zu laut. Ihr müsst hier aufhören und gehen. Habt ihr sein Outfit gesehen? Homosexuell. Ja, mindestens 3 Homosexuelle haben sich beschwert. 3. Denkt ihr, wenn du mit Verstand denkst, du willst, ach, vielleicht sind wir zu laut. Nein. Nein. Es ist etwas Übernatürliches, was sich da in der Person bewegt. Und während du dabei bist, den Namen Jesu zu rufen, etwas bewegt sich in ihn. Und er manifestiert, dass du sein. Glaub mir, manchmal können sie aufstehen, dir Wasser werfen. Ne? Die können sogar kommen mit Messer, versuchen dich zu. Ja, die können das machen.
Was wir dort machen, ist ein geistlicher Kampf. Nicht unterschätzen. Nicht unterschätzen. Denn alle, die da liefen, genervt. Warum waren die genervt? Während wir dabei über Liebe zu proklamieren, über Gottes Liebe, der Geist in ihnen sagt, nein, das darf nicht in diese Ecke passieren. Wir wollen das nicht. Geh und beschimpf die, geh und beleidige sie. Wisst ihr, dass die Wörter, die sie proklamieren, manchmal sind Flüche? Ja, die sind Flüche. Aber der Engel Gottes war da mit uns. Die Engel Gottes waren da mit schwer, die könnten sich nicht bewegen. Egal welche Flüche die proklamiert haben, die sind gekommen und gestoppt worden. Die Flüche hat keiner angefasst. Denn wir waren im Auftrag Gottes unterwegs. Wir haben den Altar Gottes in diesen Ort gebaut. Im Neuen Testament, ein Altar ist jedoch einfach ein Ort des Kontakts mit unserem Gott. Uns ist nicht mehr geboten, physische Altäre zu bauen. Wir brauchen keine Bilder oder Dings zu Hause zu bauen und sagen, es ist ein Altar. Nein. Denn Altar ist, wenn du auf den Knie gehst und betest. Denn Altar ist, wenn du die Hände erhebst und lobst. Denn Altar ist in dir. Du bewegst dich mit deinem Gebet, Altar. Amen. Und je mehr du betest und das Wort proklamierst, desto mehr Feuer wird angezündet. Desto mehr. Deswegen in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist. Das bedeutet ein geistiges Wesen. Und diejenigen, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Denn Altar wird im Geist und in Wahrheit gebaut. Amen. Wir können aufstehen in der Gegenwart Gottes. Wir wollen beten. Es ist schon 20 Uhr. Amen. Wir wollen beten. Halleluja. Danke, Jesus. Wir segnen jeden Einzelnen, der online dabei ist. Gott segne jeden. Ja, sag lieb, sag, bete mit mir und sag, Herr, hilf mir, mein Altar zu bauen. Dass ich Vater im Feuer bin. Dass jedes Mal das Holz in mein Altar gelegt wird, Herr. Fäng an zu beten und proklamiere, dass jeder Wesen, der dein Altar zerstören möchte, Halleluja, es wird ihm nicht gelingen, denn du baust diesen Altar gemeinsam mit Gott. Bete, sag Herr, Halleluja, ich zerstöre jede alte Altäre meiner Familie, die Krankheit verursachen, die Schmerzen verursachen, Halleluja, die Ablehnung verursachen, die Misslücke verursachen. Im Namen Jesus Christus, ich proklamiere den Altar Gottes in mein Haus, in meiner Familie. Der Altar Gottes ist gebaut. Im Namen Jesus Christus. Masete riba karia shata. Me canto riba rio canto rebosa. I canto riba rio shando rebosa. Mande rebo karia ba 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 ba. Me canto riba rio shando rebosa. Me canto riba rio shando rebosa. Im Namen Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Viele werden heute hier übernachten. Amen. Wir haben gestern übernachtet. Wir haben Mitternachtgebet gehabt. Um 4 Uhr morgen Gebet gehabt. Amen. Wir haben auch Gottesdienst morgen um 9.30 Uhr. Sei dabei. Lädt Freunde, lädt Bekannte. Ja, Gott kann morgen etwas tun in dem Leben von jemandem. Amen. Lädt einfach Bekannte und Freude. Und wir werden uns gemeinsam hier freuen an unserer Gottesdienste. Amen. Und morgen 5 Uhr gibt kein Gebet, sondern Leute, die hier sind, werden aufstehen ins Gebet. Aber per Zoom gibt kein Gebet. Erst ab am Montag wieder geht los mit Gebet per Zoom. Amen. Wir wollen nächste Woche intensive 5:30 Uhr intensive Gebet haben. Halleluja. Und wir sind fest überzeugt, durch dieses solche Gebet, Gott wird viel wirken und bewirken. Amen. Ich habe so viel Freude an dieser Fastenzeit. Amen. Ich habe so viel Freude an dem Herrn und so viel Freude an dein Leben. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mich mitmachst. Ich freue mich, dass du, Halleluja, ausharrst ins Gebet, im Wort. Amen. Wenn du Fragen hast oder ab Montag Seelsorgegespräch brauchst, melde dich. Amen. Wir werden Plan organisieren. Wir haben während dieser Fastenzeit wollen wir auch viel Seelsorgegespräche machen
Und am Anfang will ich nicht so viel in Befreiung gehen. Amen. Aber es in der zweiten Woche, wenn wir mal schauen, wo Leute Befreiungsgebet brauchen oder Heilungsgebet brauchen, wenn wir intensive beten. Amen. Gott segne dich, Gott behüte dich, Gott schenkt dir viel Kraft. Amen. Du willst durchbrechen mit dem Herrn. Du musst durchbrechen, du hast keine Wahl. Amen. Du musst durchbrechen. Wenn du nicht durchbrechen willst, wir werden mit dir gemeinsam, wir werden dich tragen, bis du durchbrichst. Halleluja. Amen. Gott segne euch alle, die online dabei sind. Gott segne euch auch. Ihr habt gut getan, dabei zu sein. Wenn ihr Fragen habt oder etwas Gebet braucht, bitte meldet euch. Es gibt unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse und der Herr segne euch im Namen Jesus. Schönen Abend noch. Washed away.